Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Bitte bei der Crazy. Hallo. So, ich habe hier eine Spitzhacke und Lapis dabei. Ich verzauber jetzt mal blind. Ich schaue nicht hin. Nice! Haltbarkeit 3, Glück 3. Nice. Alles klar, jetzt wird Dios gefarmt. Alles klar. Alles klar. Gut. Ich würde sagen, Dias, also Tierbieken, haben wir schon mal fest. Okay, jetzt wird es übertrieben. Gut, wir wollen jetzt aber nochmal hier das... Was? Es wird nicht übertrieben. Wie heißt das Projekt? Overdrive. Eben. Also, deswegen kommt der Tierbieken sicher. Aber ich muss sagen, für das, was wird einer Spitzhacke geschaffen. Oder? Mending. Ja, gut. Mending so. Und Redstone abbauen, also bitte. Mending müssen wir auch erstmal kriegen, ne? Ah, Villager Farm. Kann man lieber die Villager kriegen, oder? Ja. Okay. Also, Villager Farm, damit wir die Villager, die wir bekommen oder irgendwo finden, vervielfältigen können. Okay. Oh, dieser Song ist auch so geil. Oh, ich. Bitte komm nicht. Glaub mir, du musst ja die Playlist einfach mal anhören. Oh, das war jetzt schlau. Okay, ich pfeife nicht. Alter. So. Also heute Blöcke setzen kann ich wieder sehr gut, merke schon. Machen wir mal so. Also in der nächsten Folge können wir es ruhig zeigen, ne? Wie wir Bedrock zerstören. Alles klar. Glaubst du, die können wir noch heute machen, oder? Kannst heute noch alles vorbereiten. Das wäre perfekt. Okay, dann soll ich mal wieder hoch. Gut, ich... Ich mach dann schon mal so das Lager was bereit. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Aber was ich schon mal machen kann. Brauchen wir Schilder dran oder kannst du dir das auswendig merken? Oder? Wir machen später Item Frames einfach dran. Aber ich kann mir das vorerst merken. Gut, dann machen wir es später mit Item Frames. Weil ich weiß nicht, Schilder sehen irgendwie immer so bescheuert aus dran. Du, 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 du. Mach mal hier Stone rein. Das Problem ist, ich bezweifle, dass das Holz, was wir haben, ausreichen wird. Oh, es regnet. Ja. Einmal kurz knacken. Ich bin gleich da. Ich hab dich schon gesehen. Also, du hast ja ein Bett mitgenommen. You can only sleep at night. Achso. Hä? Da hab ich aber gerade schon geschlafen. Lol, wird die noch nicht mehr resettet? Also der Regen? Eigentlich schon. Weil ich bin schlafen gegangen und aufgewacht. Das Obsidian. Wir nehmen alles Obsidian nochmal mit, okay? Wieso willst du in den Nether gehen oder was? Nein, ich brauch das. LOL! Alter, du Scheißvieh. Entschuldigung. Ja, nicht du, obwohl du auch. Ja, hier kam gerade noch ein Zombie vorbeigelatscht. Der ich ein bisschen erschrocken hatte. Weißt du, okay. Weißt du, dass auch scheiße peinlich war im Urlaub? Gekotzt? Nein, mein Chef hat gekotzt. Das war das Geilste. Der lädt uns am, also vorgestern hat er uns noch zum Saufen eingeladen, also meine Eltern und mich. Alter Kuh.
So. Also, der hat uns aber zum bisschen Rosé eingeladen. Ja, was ist draus geworden? Mein Chef wollte meine Eltern und mich mit Rosé unterm Tisch trinken. Mit Dominik nicht möglich. Ey, das wäre mit dir nicht möglich. Ungelogen. Was meinst du, wie viel hat er ausgehalten? Nicht viel. 3 Gläser Rosé. 3? 3. Das ist echt schwach. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so die wundervolle Möglichkeit oder die Eigenschaft, sag ich mal eher, Personen kennenzulernen, wo man denkt, okay, die müssen viel aushalten und die gehen dann voll schnell hacke. Und keine davon. Nee, das Geilste war immer noch, ehemalige Freundin von meinem besten Freund, also feste Freundin. Sah ungefähr so aus. War Russin? Was meinst du? Wie viel hat die ausgehalten? Maximal 4 Gläser. Nein, die hat ein Bier ausgehalten. Als Russin. Gut, aber solche solche kenne ich auch. Ey, ganz ehrlich, da kommt man sich doch so fett verarscht vor, oder? Also, worauf ich stolz war. Ich war bei einer Feier eingeladen, bei dem besten Kumpel. Hm? Ich war mit einem anderen Kumpel da. Der ist Russe. Hey, Keks. Und er hat halt für sich, also der, nicht der, wo gefeiert hat, sondern den, wo ich mitgenommen habe, der auch eingeladen war. Der hat für sich die Eigenschaft, dass er sehr schnell, also sehr viel trinkt und dass er eine Grenze hat und dann einfach kotzt. Christian? Hm? Tu mir bitte mal einen Gefallen und geh mal kurz am Verzauberungstisch. Ernsthaft? Ein Diablo-Block. Ich konnte nicht widerstehen. Hast du gleich einen Diablo-Block draus gemacht? Weil die eben noch alle unten sind? Das ist dein Pech. Okay. Auf jeden Fall, der Kumpel hat dann schließlich gekotzt, obwohl er Russe war. Hm. Und er hat wirklich schon viel getrunken. Und ich habe mit ihm gleich mitgezogen. Also, wir haben immer zusammen getrunken. Ein Bier nach dem anderen, Wodka, Wodka, Bier, Bier, Wodka, Wodka, Jägermeister, alles. Und ich habe nach ihm gekotzt. Und ich war froh. Alter. Ich habe nach dem Russen gekotzt. Okay. Kannst du noch was so, noch was Holz holen? Weil ich will noch nicht das Eichenholz dafür verwenden, weil das wollte ich noch zum Bauen brauchen. Gerade nicht. Sag mal, haben wir irgendwo hier einen Sumpf in der Nähe? Ein Sumpf? Gute Frage. Weil ich brauch nicht die Gehpiste. Ganz ehrlich, da können wir doch bald eher meinen Slime-Chunk ausheben, oder? Klar, können wir machen, aber ich brauch die dann. Also für den Bedrock zerstören brauch ich's heute noch. Okay. Warum bin ich nicht mit dem Pferd geritten? Frage ich mich gerade. Das ist eine gute Frage. Ich lauf nicht gerade. Ach komm, das Fleisch kann man noch schmelzen. Ja, Fleisch wird mittlerweile schon geschmolzen. Okay. Wir haben auch eine Karotte, ne? Der Kartoffel, die müssen wir auch mal anpflanzen. Verbundene Karotte. Ja, super. Also, Felder hatte ich überlegt, dass wir mal so einen Farm Tower machen. Hast du damals hier das Projekt von mir gesehen bei Zikorin? Nee. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ja, ist aber auch irgendwie gut so. Auf jeden Fall. Da hatte ich hier für Magical Crops, hatte ich vorgehabt, einen Farmturm mit Farming Stations für jeden Crop zu machen, für jeden Seed. Mhm. Wollen wir das auch hier machen mit, Können wir. Zuckerrohr müssen wir dann halt, noch extern machen.
Also, obwohl extern kannst du eigentlich auch mit dem Wasserfall machen lassen, ne? Hm. Oder verschiebt Wasser Lilypads. Ah, nee, das wird so nicht funktionieren. Also das Wasser wird die wegspülen, oder wie? Ja. Mist. Obwohl, das kann ich doch da reintun. Das kann da rein, die kann auch da rein. Ja, kommen die Eier und das Weizen können auch mal hier rein. Steak noch. Hast du dir jetzt jede Menge Melonen eingepackt oder was? Ja. Ganz ehrlich, wir haben's. Ist mir aber gerade scheißegal. Also ich bin Vegetarier in Minecraft. Ich hab's damals mitbekommen. Bärensaft. Das werde ich nie ganz vergessen, ne? Bist du noch da? Ja, ich habe einen Fichtenwald gefunden. Mit dicken Fichten fick ich ficken die fick. Nein, nur ein Fichtenwald. Kein Fickenwald und kein Fickenwald oder so, sondern ein Fichtenwald. Kannst du eigentlich irgendein hier so ein Zungenbrecher perfekt aufsagen? Wie ging denn mit. Ah, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Wir kommen diesmal besser. Am 10.10. und 10.10. Zum 10. Jahr 10.10. hat Zucker zum Zoo. Bäm, Junge! I don't care. Ah, Hast du ich ein bin schon. paar Wölfe oder so? Oder Hunde? Ja, Hunde kann ich schon brauchen, wenn ich irgendwann nicht mehr Lol. verfleischen möchte. Lol, lol, lol. Einer hat sich gerade geschüttelt und das hat man gehört. Ja, das hört man. Wusstest du das noch nicht? Nein. Früher war das noch nicht so. Naja, damals haben sie sich auch schon geschüttelt und das hat man gehört. Echt? Ja. Mein Gott, bin ich oldschool. Oh ja. Warte mal, ich will jetzt mal. Wir haben genug Ich Holz. habe einen Dark Oak Wood Wald gefunden. Ich mach mal aus der rote Beete, mach ich mal hier so ein paar Borscht. Borscht. Muss. Borscht! Oh, Borscht, Digga, Borscht. das lässt sich nicht stecken. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie heißt die Baumart? Dark Oak. Okay, die richtigen Bäume gefunden. Weil ich liebe diese Dark Oak Bäume, ne? Ja, die sind auch geil. Als der besten Hölzer, die in Minecraft je eingeführt worden sind, meiner Meinung nach. Und ich habe den Sumpf gefunden. GZ. Aber Wenn hier jetzt auch gleich noch ein Hexenhaus auftaucht, ne, dann bin ich sowas von glücklich. ganz ehrlich, was soll die Scheiße, dass man Borscht nicht stecken kann? Das finde ich Schwachsinn. Minecraft ist an sich Spaß. Was? Ja, ich stelle gerade die Logik von Minecraft in Frage. Ah ja, wo ich aber eben dran war, was mir scheiße peinlich war. In dem Hotel, wo wir waren, meine Mutter hatte da abends gerne mal ein Rosé getrunken. Ich habe gedacht, ich sag, ja komm, dann nimmst du jetzt auch mal so ein Glas, trinkst mit deiner Mutter mal ein bisschen was. Kellner kommt vorbei, gießt mir so ein bisschen ein Glas ein und gesagt, ich trinke nur erstmal noch so wenig, okay, sag mal danke. Der bleibt erstmal so stehen. Was passiert? Der sagt dann zu mir, Sie dürfen es probieren. Oh ja, aber natürlich. Ich erstmal so ein bisschen peinlich berührt. Hab dann erstmal so getan, als wüsste ich, wie ich mache, und habe erstmal angefangen, mein Weinglas so ein bisschen zu schaukeln. Mega peinlich. Ein bisschen. Ey Mann, das war so. Mehr Panne der Panik geht bei dir nicht. nicht. Ey, ich glaub's nicht, scheiße peinlich mir das war. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat dieses Hotel war schon verdammt vornehm. Ich bin da einmal aufs Klo gegangen. Selbst die Klosteine da hatten mehr Klasse als ich. Als du das damals in die Gruppe geschrieben hast, da ich hab mich nicht mal auf der Arbeit bekommen, ne? Das war so ein geiler Spruch.
Ey, jetzt im Ernst. Das. Weißt du, was aus der Boden gemacht wurde? Marmor? Marmor. So ist ein Haus von einem Kumpel von mir gefliest, ne? Komplett. Ja, gut. Das ist Schwimmer, das ist aus Marmor. Verstehe das nicht. Okay, wenn ich so anfange, bei uns in der Stadt wohnt ein ehemaliger Spieler von Barcelona. Ja. Warum sagst du mir das jetzt? Der wohnt doch eigentlich quasi bei mir um die Ecke. Das ist ein Fußweg von 10 Minuten. Weißt du, dass irgendein Einkaufsding direkt um die Ecke ist? Aber das wusste ich noch nicht. Ja, wir haben ein Einkaufszentrum direkt um die Ecke. Genau wegen sowas fängt man an, doch zu hassen. Zumindest wenn man mit dem mehr Kontakt hat. Im Sinne von sprechen. Ich weiß gar nicht, warum du dich darüber so aufregst. Weiß nicht. Ich weiß es auch gerade nicht. Aber erstmal aufregen, ne? Alles klar. Machen wir das nicht so? Es ist ein neues Jahr, ne? Also die. Moment, wie war das nochmal? Also die Verordnung vom Aufregen her wurde sich jetzt umgeändert. Mindestens. Oh, wie war die Regel mal? Ja, die Regeln. Wert der Einwohner zum Quadrat durch Einwohnerzahl der Stadt. Oh mein Gott. Noch schlechter geht's wohl nicht, oder? Nö, heute nicht. 16 Minuten, sagen wir 17. Alter, wir haben zwei Dia-Pferderüstung, ne? Mhm. Die Bücher tue ich jetzt auch mal in diese Truhe mit den, und so. Okay. Ja, hier kann man Wolle rein. Alter, 42 Wolle. Was hast du mit den Schafen angestellt? Ich hab's ja ausgenommen. Weißt du, was ich schon glaube? Was? Wenn ich gleich fertig bin mit dem Braten und alles, kann ich gleich nochmal verzaubern. Ja, okay, so das ist doch nicht so extrem. Denkst du, ich finde hier einen verkackten Slime? Oder ein verkacktes Hexenhaus? Nö. Nein, ich finde einfach mal nichts. Kannst du mal schaffen gehen? Ach, wird schwer. Oder brauchst du gerade die Nacht? Ich brauch gerade die Nacht. Ja, okay. Erstmal richtig hingesetzt. Eine Werkbank machen und dann durchs Meer fahren. Ganz ehrlich, wenn ich das auch so machen. Ah, nee, du sollst da nicht hin. Erstmal mit einem guten alten Steak einen Zaun abbauen. Hallo. So. Boah. Ich würde auch hoffen, dass bald mal bei uns die neue Internetleitung kommt. Dann können wir auch so ein bisschen mehr livestreamen mal. Oh oh. Ich glaube, ich habe ein Problem. Christian? Hallo? Okay, ich glaube, da ist gerade ein kleines Problem oder er ist gemutet. Ich weiß es gerade nicht. Wollte jetzt kann ich aber gerade nachschauen. Er ist gemutet, okay. Gut. So, wieder da. Okay, wieder Besuch von Schwesterchen? Nein. Mutter Eltern? Kommt rein. Du hast einen Bruder? Mutter. Ach, Mutter. Ich könnte jetzt eigentlich wieder nahe sein, aber ich halte die Klappe. Wie bitte? Ich hätte eigentlich wieder nahe sein können, aber ich halte dir zu lieber die Klappe. Ja, okay. Bin gerade schon wieder leicht genervt. Okay, dann ist recht. Musst du noch was erledigen, oder was ist? Nein, nein. Das sind Leute, die keine Schilder lesen können. Ach so.
Action. Ja, für die Nethermobs können wir noch eine eigene Truhe machen und für Enderperlen, ne? Ja. Ich kann erfolgreich sagen, ich habe keinen einzigen Slime gefunden und kein einziges Hexenhaus. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind ein Noob. Dachte der fast. Wie viele DS hast du gefunden? 2? 0. Oh. Dafür habe ich Eisen bis zum Ende gefunden, Kohle. Gut, habe ich auch. Ja, aber wer konnte sich ja mal eine Eisenrüstung machen und wer nicht? Ich war zu faul. Ja, das ist ein Problem. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Essensvorräte sehen gut aus. Das ist nice. Komm, machen wir mal so. Ah, nein. Das kann er noch dahin. Moment. Okay. Seh bitte halt das aus. Also wir haben mindestens, wir haben über einen Stack Steaks und Schweinefleisch. Oh. PC, hältst du es aus? Borscht, ganz ehrlich, weiß ich nicht, wie sehr sich das lohnt. Ich hatte echt gedacht, dass sich das decken lässt. Aber so, ganz ehrlich, ich finde auch Pilz. Alles erste, was sich nicht decken lässt, Pilzsuppe und sowas, finde ich einfach nur scheiße. Deswegen lass uns lieber bei Hühnchen bleiben oder Steaks. Jo. Weiß nicht, was ich mal mache gegen Ende der Folge. Was? Obwohl, die Folge ist jetzt schon wieder vorbei. Surprise! Kannst du noch eine Folge, oder? Theoretisch ja. Wenn es dir bei dir zu knapp wird, sagst du Bescheid. Ich muss eigentlich nichts mehr machen. Ja, müssen also. Schlafen. Wenn du auch schlafen gehen musst, meinte ich jetzt. Nee, muss machen. So. Gut, dann machen wir das jetzt mal so. Wenn du gleich wieder hier bist, machen wir mal ein kleines Trick, mein Tour. Weil hier ausbaumäßig, ich habe jetzt keinen Bock noch weiter einzusortieren, es ist schon so weit als einsortiert. Super, das Slimes. Gut. Ich mache eine kleine Strip, mein Tour. Okay. Gut, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einmal Kritik, alles in den Kommentaren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.